So, nach langem Suchen ist mir aufgefallen, dass wir viel zu weit nach vorne geprescht sind. Und zwar liegt das ganze Ding ein bisschen ein Stück weiter zurück. Wir hätten dann rein theoretisch nur ein bisschen weiter zurückgehen müssen. Hat mich Gott sei Dank nicht so lange gekostet. Es wäre sonst ziemlich traurig gewesen, dass wenn ich hier zig Millionen Jahre gebraucht hätte, bis ich mal diesen beschissenen Eingang gefunden hätte. Dann wollen wir mal die letzte Leitung aktivieren. Das ist irgendwo. Ich hoffe, ich finde neben der Leylinienleitung vielleicht noch irgendetwas Nützliches. Vielleicht. Ja, ich könnte Ich mir gut sehe aber. vorstellen, ein bisschen Artefakt macht wir schön. Freue ich mich immer drüber. Mal gucken. Oh, was ist das denn? Leylinienbruchstücke? Ach, okay, das kriege ich von euch. Gut. Das heißt, so oder so, ich muss euch holen. Das ist zu weit entfernt. Passt. Er geht mir gerade sowieso ziemlich hart auf die Nerven. Tut mir die Quest sogar einen großen Gefallen, was das mit euch angeht. Vor allen Dingen habe ich jetzt auch einen Grund, ein bisschen mich in der Gegend auch rumzuschauen, ein bisschen zu plündern. Weil wir müssen sogar weiter nach vorne, um ein paar mehr von denen zu kriegen. Oh, das sind verdammt viele. Warte mal, wenn ich jetzt hier alle pulle und sie alle töte. Obwohl, die sind alle AOE, ne? Ich bin außer Reichweite. War vielleicht jetzt nicht mein krassester Einfall, den ich hatte, aber. Was kriegen wir hier nur noch? Zwei Stück. Einer. Aber überraschenderweise nichts. Keine versteckte Truhe, kein nichts. Normalerweise gibt es einige, die noch irgendwas parat hatten, so eine kleine Truhe oder so, wo man ein bisschen Artefakt mal gefunden hat. Es war jetzt nicht die halbe Welt, aber es war trotzdem so nice, dass man ein bisschen Ich was muss gefunden noch zuerst dazu. etwas anvisieren. Hier haben wir leider gar nichts gefunden. Bisschen traurig, aber naja, so ist es halt. Sei denn, ich habe mich dumm angestellt und bin einfach komplett drüber, hab's komplett Du hast übersehen. Reichweite. Solche Möglichkeiten gibt es natürlich auch. Gut, dann haben wir alle Stücke. Die Leitung ist frei. Zack, da haben wir auch Leylinienblink geschafft. Jetzt können wir Voltoir sagen, dass wir alles aktiviert haben und uns aus diesem Gebiet wieder verabschieden. Mal sehen, mal sehen. Weit kann es ja nicht mehr sein. Wir sind gerade dabei, den Baum sozusagen wirklich ins Leben zu rufen. Ich weiß gar nicht, ob danach noch irgendwas käme, nach dieser ganzen Geschichte, aber. Wenn die ganze Kampagne damit endet, dass wir den Baum großgezogen haben und dass es jetzt so ein riesen fetter Baum ist, dann haben wir, glaube ich, unsere Mission erfüllt. Hallo? Gut, fliegen wir mal zurück. Heimsen uns diese fette Beute von Artefakt macht ein. 36.000 ist gar nicht mal so wenig. Kriege ich nicht mal von Weltenquesten, um ehrlich zu sein. Nur von den wenigsten kann ich, glaube ich, sagen, ja, hier, das ist so, was man am meisten noch bekommen würde, 32.000. Von daher, eigentlich ein ganz guter Deal. Wir haben schon Level Up. Deswegen läuft das bei uns gerade ziemlich gut. Dann reden wir mal mit der Voltoire. Ich hoffe, dass diese Leitung ausreicht, um den Baum irgendwie zu stabilisieren, sonst stirbt er weg und ja, alle unsere vergebenen waren für den Arsch. In Kurzform gesagt. So, mit wem sollen wir reden? Warum hat Elisande unsere Magie angezweifelt? Tu es! Rette das Bäumchen! Rette das Bäumchen! Alle Leylinien aktiviert und auf voller Kraft. Das reicht nicht. Oh! Das reicht uns nicht, wie Marshall sagen würde. Wir brauchen noch Walter, mehr. wie bekommen wir mehr Energie? Und sei es nur für kurze Zeit. Die Hauptleitung unter Surama ist 10-mal so stark wie unsere hier. Na, der Wenn man letzte. die Leylinie hochfahren könnte, würde die Spannung Worin theoretisch könnte bis man nach die Shalaran Leylinie reichen. treffen? Vielleicht mit einem Mana-Sturm. Ein Mana-Sturm? Seid ihr wahnsinnig? Ja, aber es könnte klappen. Wir generieren ein Warpfeld und. Okay. Keine Details. Tut es einfach. Ich vertraue auf euch. Ja, Gebieterin. Ja, Gebieterin, da freut sich jemand, dass er was machen kann. Respektiert die Magie oder sie übermannt euch. So, dann tun wir es. Mana-Strom machen.
Okulevs Theorie ist solide, gewagt, aber solide. Eine kleine Warpfeld könnte Mana aus der Umgebung in der Leitung einfangen und anregen. Wir erhalten dann einen ähnlichen Mana-Sturm wie dem, der durch Arkondors Gleichgewichtsverlust entstanden war. Ich kann einen Apparat bauen, um das Warpfeld zu erzeugen, aber ich brauche Materialien. Ganz besonders vaporisierte Legierungen wie die Panzerungsplatten von hochentwickelten Sicherheitskonstrukten aus den Adelsviertel. Diese Konstrukte sind tödlich. Wenn euch jemand einen Gefallen schuldet, wäre jetzt die Zeit, ihn einzufordern. Nice. Wow, nochmal 36.000. Sammelt 4 warpresistente Panzerungen von Kronach-Verteidigern. Wahrscheinlich ist das eine Gruppenquest, weil... ja... Nein, gar nicht. Warte mal, da sind noch mehr Quests? Noch mehr? Oh, hallo. Gibt Signale. Die Leitung, die wir benötigen, befindet sich im Arkus und seit eurem letzten Besuch werden dort die Wachen verdoppelt und bleibt... Verwendet die verbesserte, um das in der Basis im Soma zu untersuchen. Okay. Kann ich machen? Beobachten. Alter, besorgt die... Okay, das ist Arkus. Sprech mit Ankanisten Vortois. Ihr überrascht mich, Fremd. Während unserer Leute habe ich fast erwartet, dass ihr euch im Tagträume oder Albträume schätzt oder der verliert, aber ihr scheint gut aufgepasst zu haben. Unsere Linie ist extrem mächtig geworden und durch das Beobachten konnte ich viel über... Ich habe euch abschließend Lektionen für euch, wo ihr das Mana finden könnt. Okay. Flusskontrolle, was ist das? Versiegelt die Arkur-Schnittstellen der Luna des Paral und der Mitternachtshofs. Oh, also auf jeden Fall noch sehr, sehr viel. Also, da denkt man, es wäre vorbei, aber nein, das Spiel sagt nope. Wenn alles nach Plan läuft, wird der Mana-Sturm die Leyline auflodern lassen und einen großen Energieschub durch den Arkus schicken. Damit dieser Schub Shalaran erreicht, müssen wir alle Schnittstellen unterwegs versiegeln. Wenn auch nur ein übersehen, wird die Mission scheitern und hunderte Leute werden von der Energieverpuffung pulverisiert werden. Nett. Hoffentlich wird Talassara recht, was wir aus dem Baum anregen geht. Okay. Was ist das noch? Ihr habt den Zauberstein von benutzt, um Talos verdorrt zu besänftigen, okay. Besänftigt bis zu 3 im Zielbereich und schickt sie nach, okay. Das war Hof der Sterne, das heißt, wir haben noch sehr viel offen. Alter, ich kann mich schon gar nicht mehr retten vor so viel Aufgaben. Sehr viel auf jeden Fall im Dings zu erledigen. Vieles Signale zerstören und so weiter. Signale schließen, Signale öffnen. Solche Sachen halt. Und ich dachte, das wird kurz. Da hat mich das Spiel komplett wieder aus der Bahn geworfen. Das ist alles andere als kurz. Erstmal rackgrüner Albtraum und jetzt nochmal hier. Nochmal komplett im Mondsichelforum. Also bei den Suramaern da rumlaufen und alles machen. Das ist schon ordentlich. Ja gut. Fangen wir erstmal damit an, die Schnittstellen zu schließen. Das ist, glaube ich, für uns das Nähelegendste. Und die warpresistente Panzerung, das wird schwieriger. Ich glaube, das sind diese fetten, ja, Sphinx-mäßig aussehende Viecher da. Von denen bekommen wir das wahrscheinlich. Aber die sind hart in Nehmen. Es wird nicht einfach, sie zu besiegen. Okay, da haben wir eingeschlossen. Hier müssen wir irgendwelche Untersuchungen machen. Das ist zum Glück nicht so... schwer. Finde ich ja geil. Einfach nur rumlaufen und aufsammeln. Finde ich schön. Eine leichte, aber nicht schwierige Quest. Ja, außer jetzt läuft uns jemand auf der Entdeckung, der uns aus der unserer Dings da raushaut. Da haben wir ein Problem. So. Folgen wir mal dem Lichtstrahlen einfach. Sie weisen uns den Weg. Das ist aber wirklich nicht mehr allzu viel. Ich bin gespannt, ob wir noch ein Level-Up schaffen mit unseren Artefaktwaffen. Das wär's. Das wäre echt krass. Wir dürfen aber nicht zu weit weggehen. Da fängt schon an wieder mit den Gegnern, die ja uns aufdecken könnten. Perfekt. Das hätten wir geschafft. Hier ist noch eine Leitung, die wir schließen müssen. Ach, wir müssen voll viele Dinger untersuchen. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, eins wäre ein bisschen zu easy geworden, oder? Das heißt, am besten hier rumlaufen. Kann ich... Okay, ich kann nicht in Verstohlenheit gehen und so. Das heißt, ich muss jetzt aufpassen. Ach so, aber so funktioniert das. Perfekt. Bringt uns zwar herzlich wenig, aber es sieht cool aus.
Und dann müssen wir nur noch die Leitung versperren und die Platten, wie wir da am schnellsten hinkommen, weiß ich auch. Da haben wir einen Teleporter gebaut, das sollte endlich zu machen sein. Das heißt, wir müssen einfach nur zurück. Aber man merkt es, man merkt schon, sie stecken da wirklich viel Arbeit hinein. Also es ist nicht so einfach so, ja, so ein Abrattern der ganzen Quest, sondern man muss schon, oh shit, man muss schon wirklich lange, effizient questen und das wird auch belohnt mit viel Artefaktmacht. Also jedenfalls viele Queste, die Artefaktmacht gewähren jedenfalls. So müsste man das eher umformulieren. Nichtsdestotrotz ist es ziemlich cool. Kann man gut finden. Es gibt ja viele Leute, die sowas hassen, dass Blizzard sowas macht, dass man immer irgendwie gezwungen ist, irgendwas zu grinden, sei es Erfolge oder Quests oder so, um weiterzukommen. Kann man schlecht finden. Ich finde das immer gut, weil das animiert immer dazu, was zu, ja, halt mal aus seiner Komfortzone rauszukommen, um auch mal was anderes zu machen. Finde ich immer noch besser als immer nur so, ja, stumpf, oh shit. Stumpf seine Sachen da abmachen. Okay, so kann ich das auf jeden Fall machen. Passt. Und niemand ahnt irgendetwas. Es sei denn, die Tusse da. Aber ich muss da nur einen Abstand halten. Der Strahl kann sich bewegen, wie er will. Das ist egal. Wir müssen nur... Oh, shit. Das heißt, wir dürfen uns doch nicht so zu weit vom Strahl wegbewegen. Na, wenn der beschissene Strahl immer dahin geht, wo die fucking NPCs sind, da kann... Oh. Hier war ich auch noch nie. In diesem Teil des Viertels war ich auch gefühlt noch gar nicht. Haben sie hier komplett alle getötet? Gut, Gipsignal haben wir alle erledigt. Das heißt, wir sollten jetzt von hier so schnell wie möglich nur verschwinden. Etwas stimmt hier nicht. So. Damit hätten wir das erledigt. Auf zur gegenüberliegenden Seite. Rein theoretisch müsste ich sogar dahin reiten. Teleportieren bringt mir nichts, weil ich dann die Leitung vergesse zu schließen. Ich glaube, das Schwierigste wird wirklich diese Panzerung dazu holen. Wenn es wirklich die Gegner sind, von der ich denke, dass es die sind. Oha. Dann haben wir ein Problem. Und zwar wirklich ein großes Problem. Weil die sind nicht leicht. Das stimmt hier nicht. Eine Täuschung. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das sind sogar Elite-Gegner. Also dementsprechend wird es nicht so einfach, sie zu besiegen. Die werden schon mal die ein oder andere Herausforderung für uns darstellen. Also jedenfalls, wenn es sie sind. Wenn es sie nicht sind, haben wir Glück und das sind einfach nur normale NPCs, die wir schnell weghauen. Aber ansonsten haben wir ein Problem in der Geschichte. Müssen wir nur das Beste hoffen. Mehr können wir in dieser Hinsicht nicht tun. Ich bin echt gespannt, wie die Kampagne auch ausgeht. Also, dass der Baum wächst und so weiter und gedeiht und geblüht, bla, der Zeug halt, das war mir schon irgendwie klar. Aber halt, wie das so storytechnisch hier ausgeht, wird das zu Ende erzählt, lässt es auch ein bisschen so ein offenes Ende, so dass man das in kommenden Patches nochmal zu Ende erzählen kann oder... Man weiß es nicht. Wir werden es herausfinden, wenn wir hier fertig sind. Es kann sich nur noch um ein paar Quests handeln, bis wir dort fertig sind. Weil es sind nur noch ein paar Bäumchen. Es ist nur halt der Baum, den wir da eben kurz unter Kontrolle kriegen müssen. Okay, gehen wir in die gegenüberliegende Seite. Gleich erfahren wir, was wir da besiegen müssen. Entweder sind da schwierige Gegner oder nicht. Wer ist da? Oh shit, aufgedeckt, nicht gut. Aber da können wir uns wegbewegen. Oh, ich hab es gewusst! I fucking knew it! I fucking knew it! Das sind diese heftigen 12-Mille-Gegner. Oh shit. Wer ist da? Scheiße, das wird nicht einfach, sie zu besiegen. Jetzt muss ich mir echt überlegen, wie ich sie. Vor allem, ich kann sie nicht so approachen, weil. Hier sind komplett NPCs. Eine Täuschung. Ich bin hier in einer komplett... Wer ist da? Eine Täuschung. Ich bin hier in einer kompletten misslichen Lage geraten. Und zwar in einer sehr beschissenen misslichen Lage. Ich muss wirklich hoffen, dass ich hier irgendwie schaffe, erstens 12 Millionen wegzuhauen und zweitens sie irgendwie so gepult zu bekommen, dass ich nur gegen sie kämpfen muss. Nur gegen die. Boah, das ist...
Das wird ein lustiges Spießchen. Aber ich kann es mal versuchen. 12, wie es aussieht mit 12 Millionen entfernt. So.